Hallo, heute kommt mein London Haul. Ich habe es ja schon in meinem letzten Video, also dem London Follow Me Around, gesagt. Und heute drehe ich das Ganze und ich hoffe sehr, euch gefällt das Video. Alle Sachen sind jetzt durcheinander, weil ich sie auch durcheinander in diesen Taschen und Tüten hier drin habe. Okay, fangen wir an mit Schals. Und zwar habe ich 3 gekauft. 2 von Primark und 1 von Topshop. Der erste von Primark ist dieser hier. Der ist grün und blau und der lässt sich auch wenden und dann ist er so schwarz und weiß kariert. Danach diesen hier von Topshop, den hatte ich auch schon öfters an und ist mein Liebling, also von den 3. Als drittes noch diesen hier. Der ist von Primark und der ist eher so flauschig, aber fusselt so wirklich extrem. Also an dem Tag, wo ich das in London anhatte, ich war am Abend voll gefusselt. Also ich konnte erstmal alle Fusseln irgendwo entfernen, auch aus meinen Augen. Ich habe einige Harry Potter Sachen gekauft bei Primark. Und zwar einmal dieses T-Shirt hier. Da ist das Heiligtümer des Todes Zeichen drauf. Und genau, ist so ein bisschen meliert, falls man das erkennen kann. Ist sehr, sehr schön. Also ich mag es richtig gerne. Danach noch dieses hier. Das ist wie so ein Baseball-Shirt gehalten. Und genau, hatte ich in den Warner Brothers Studios an. Und finde ich auch sehr, sehr schön. Aber ist mir ein bisschen zu groß. Die Ärmel sind auf alle Fälle zu lang. Dann diese Schlafanzughose. Ist hier das Hauszeichen drauf. Und hier steht Harry Potter. Ja, auf alle Fälle ist sie ziemlich schön. Hat aber eine Fake-Schleife. Ich wusste nicht, dass es eine Fake-Schleife ist. Ich finde irgendwie so eine Fake-Schleife ist so richtig kontraproduktiv. Was ist, wenn mir das hier oben so groß ist? Soll ich mir das dann irgendwie umbinden oder was? Also, verstehe ich nicht. Wieso macht man eine Fake-Schleife? Es ist doch genauso einfach, einfach eine richtige Schleife zu machen, oder? Verstehe ich nicht. Auch noch von Primark und von Harry Potter. Dieser Pullover hier. Ich finde ihn sehr, sehr schön. Also, eines meiner Lieblingsteile, was ich gekauft habe. Und der ist auch mal bequem. Weil meistens sind, finde ich, die Primark-Teilchen so Sachen halt nicht so bequem, aber der ist echt richtig bequem. Ja, ist zwar ein Schlafanzug, aber auch von Primark diese Schlafanzughose hier. Die nennt sich Cheeky Shorts. Hat auch eine Fake-Schleife. Von Pull & Bear habe ich diesen Pullover hier. Der ist gestreift. Eines meiner Lieblingssachen. Und Bordeaux, auch eines meiner Lieblingssachen. Und das combined ist so richtig so, keine Ahnung, Traumpullover. Naja, nicht wirklich, aber finde ich sehr schön. Ist auch ziemlich, ziemlich kuschelig. Tada, von Forever 21, dieser Pullover hier. Den finde ich ziemlich schön. Und können wir mal kurz darüber reden, dass der Forever 21 in München zugemacht hat? Wieso? Das war ungefähr mein Lieblingsladen in München. Ich bin manchmal nur wegen Forever 21 nach München gefahren. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und jetzt ist Forever 21 weg. Wieso? Was? Ja, auf alle Fälle dieser Pullover hier hat solche Sachis. Von Primark, diese Mütze hier, hat einen Bommel und ist Bordeaux-farben. Ich liebe einfach Bordeaux, ganz ehrlich, das ist eine meiner Lieblingsfarben. Wenn ihr in meinen Kleiderschrank schaut, das sind die Farben entweder Grau, Bordeaux, Weiß, Schwarz. Von New Look, Moment, habe ich dieses Oberteil hier für Silvester oder so. Ist hier einfach, die Schultern sind eben frei und dann kommt hier so der Arm noch raus, falls ihr euch das vorstellen könnt. Und ist in so einem Glitzer-Gedönse-Material, also so ein bisschen fancy-mäßig. Ja, sehr cool. Aber ich habe nicht mehr bei New Look gefunden. Irgendwie war es nicht so ganz mein Laden. Also hat mir nicht so gut gefallen, aber ist ja Geschmackssache, ne? Noch eine Schlafanzughose. Und zwar steht drauf, Number One Frozen Fan. Mit einer Fake-Schleife. Bei Bershka habe ich mir eine Jeans gekauft. Und zwar ist die einfach nur dunkelblau und hat an den Knien solche Schlitze. Habe ich solche 2 Hausschuhe hier gekauft. Okay, das eine ist ein Einhorn, das andere ist der Olaf. Weil ich muss doch überall warme Füße haben, aber die waren einfach zu süß. Ich konnte einfach nicht mehr stehen, sind wir mal ganz ehrlich. Dann zeige ich euch jetzt, was ich in dem Warner Brothers Studio Harry Potter Dings gekauft habe. Ja, auf alle Fälle habe ich einmal was gekauft, mit dem ich jedem zeigen kann, dass ich von Ravenclaw bin. Was für ein besserer Weg, um es einzuzeigen, ist durch einen Ravenclaw-Wimpel. Ist der nicht cool? Ich finde einfach cool. Ja, ist ja ziemlich cool. Ich wiederhole mich, aber es ist einfach ziemlich cool. Und danach noch, ja, halte ich mich bestimmt für verrückt.
diese Figur hier. Ich habe die bei Chars Video gesehen, also Char, Ginger, vielleicht kennt ihr sie ja. Sie macht so Harry Potter Videos auch öfters, jede Woche, weiß ich nicht genau, wann die immer kommen. Ja, auf alle Fälle hat sie sich die Hermine, glaube ich, gekauft und ich fand die einfach so süß und dann habe ich die gesehen und dann wollte ich auch eine haben. Und zwar habe ich den Albus gekauft. Ist er nicht süß, der Kleine? Eigentlich sind die so ein bisschen, also die machen ja nichts, die Figuren, die stehen einfach nur rum und schauen süß aus. Dann mache ich weiter mit so random Sachen und zwar habe ich mir einmal von Suella ihrer Linie diese Make-up-Tasche hier gekauft. Ist so, glaube ich, ein bisschen so die ursprüngliche und zwar ist die türkis, hat rosa Punkte und hat hier ihre Augen und hier steht halt noch Suella. Ich fand die ziemlich süß und auch eine richtig gute Größe, also da passt irgendwie viel rein, aber es ist jetzt auch nicht so mega gigantomatisch, dass ich sage, die passt niemals in meinen Koffer rein. Ja. Aber fand ich sehr schön. Dann von Primark habe ich diese Handyhülle gekauft. Da steht I don't believe in humans drauf. Und da ist ein Einhorn drauf und das hat so eine Sprechblase und da ist ein Mensch drin. Was ich mir wirklich ewig kaufen wollte und jetzt endlich getan habe. Und zwar, es ist eine Victoria's Secret Handyhülle. Dann habe ich noch einen Baby Lips gekauft. Und zwar ist es so eine neue Reihe von Winter. Und das ist die Sorte Sweet Apple. Ja, aber so einen roten hatte ich noch nicht. Deswegen habe ich mir den angeschafft. Und dann wollte ich endlich mal was von Sleek besitzen und zwar habe ich mir die Oh Natural Palette gekauft. Haben bestimmt schon 100.000 Leute, aber whatever. Ach, was ich vergessen hatte. Und zwar, ich hatte mir noch in den Warner Brothers Studios hatte ich mir noch diesen Lolli hier von Honeydukes gekauft. Ich habe mir bei Starbucks noch zwei Sachen gekauft und zwar einmal diese Tasse hier. Ich habe mich einfach sofort verliebt in die. Und zwar ist es so das normale Starbucks-Logo und hat dann so einen geringelten, wie eine Zuckerstange, so einen Griff und hat noch solche goldenen, was ist das, Riesenschneeflocken drauf oder sowas. So moderne Schneeflocken würde ich es jetzt bezeichnen. Und dann noch eine Sache, auch mega süß. Und zwar ist es so ein Becher und es hat auch diese Schneeflocken. Ich glaube, es ist dieses diesjährige Muster oder so. Ach so, ja, Socken dürfen natürlich von Primark auch nicht fehlen. Hatte ich jetzt ganz vergessen. Ich habe mir einfach wieder diese Cozy Socks gekauft mit diesen Bommeln, Pompom-Teilen. Ich habe da schon welche letztes Jahr in Deutschland gekauft gehabt und ich fand die einfach toll. Und dann noch Winterwarmers. Was ich ganz vergessen habe, ich habe mir von Pull&Bear dieses T-Shirt hier gekauft. Und zwar ist es so gestreift, ihr seht es ja. Und hat hier so einen schwarzen Rand auch noch und ich finde es ziemlich cool. Und dann habe ich mir noch diese Scrunchies, glaube ich, nennt man die, gekauft von Primark. Dann habe ich hier noch Harry Potter Socks. Die letzten Sachen sind jetzt nur noch Schmuck und da habe ich einmal dieses Armband hier gekauft. Lustige Geschichte. Tüte, bleib da mal kurz sitzen. Ich wollte das vorhin an meinen Arm tun und es ist schon, also jetzt an meinem Arm ist es nicht eng, ne? Aber wenn ich das auf den Arm tun wollte, war es so eng, ne? Ich hatte wirklich gedacht, Mist, das Armband geht nicht an meinem Arm. Aber ich habe es dann doch irgendwie drauf gekriegt. Ja gut. Und die Kette hier habe ich auch gekauft von Forever 21. Ach, das ist von Primark. Und da gibt's auch noch ein drittes Ding hier. Aber das hat mich irgendwie genervt, also ein drittes hier noch zu haben. Deswegen habe ich nur zwei. Von Forever 21 noch diese Kette hier. Das ist so eine Joker-Kette und die hat hier dann so ein Kristall dran. Die zwei besten Sachen in einem. Von Primark habe ich diese süße Uhr hier gekauft. Und zwar wollte ich schon ewig so eine. Die ist ganz einfach und Gold. Und es sieht aus wie eine normale Uhr, aber ist halt kleiner. Also wisst ihr, was ich meine? Das Band ist schmal und alles. Ich fand die einfach richtig schön und hat auch nur 5 Pounds gekostet. Dann noch solche Ohrringe hier von Forever 21. Das sind solche Steine. Also die sind eher, die sind auch Plastik. Also es sieht aus wie Steine, aber es ist eigentlich Plastik. Und sowas habe ich noch nicht gehabt und ich bin mir auch so ein bisschen unsicher. Oh Gott, trage ich das oder nicht? Aber ich denke schon, sonst hätte ich es nicht gekauft. Aber die sind halt einfach total schön. Noch Ohrringe. Sind auch richtig schön. Ich stehe auf diese Ohrringe und zwar, wenn dann hier das so drinnen ist und dann unten drunter baumelt dann noch sowas dran. Beste Ohrringe, also wirklich, die sind die besten Ohrringe ever. Und die sind einfach sehr schön. Dann als letztes von Pull&Bear habe ich mir das geilste Armbandset ever gekauft, Leute. Es ist so schön. Ja, aber sehr schön. War 20% runtergesetzt, also hat nur noch 8 Pounds gekostet. Ja, das war jetzt schon das Video. Was heißt schon? Das war jetzt mal das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich würde jetzt sagen, das Video ist jetzt zu Ende. Was laber ich, ey? Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!